Grüß euch, D1 HFS von Funkfieber hier und heute schneit's. Bestes Wetter für den Test. Und zwar habe ich heute was dabei in diesem Sackerl. Und ich gehe jetzt davon aus, ich habe einfach meine Antenne vergessen. Ich möchte kurz einen Betrieb machen. Ich habe 51.05 Uhr dabei und habe nichts dabei, außer das, was da hier drinnen ist. Und somit starten wir wieder ein neues Video, was letztes Jahr zu kurz gekommen ist. Lustige Antennen mit Funkfieber und ist auch gleichzeitig, glaube ich, so das ein oder andere Informative. Alles weitere nach dem Intro. Um was geht's? Also ich habe hier einen Beutel, da habe ich nochmal einen. Ersatzweise soll jetzt mit dem irgendwas schief gehen. Da in diesem Beutel habe ich einmal ein Pfeifchen. Eine Notfallpfeife. Und jetzt ist auch schon ungefähr drauf gekommen, was denn hier drinnen sein könnte, sein wird. Und zwar eine Bedienungsanleitung. Ja. Na, Scherz. Ein Notfall-Emergency-Shelter. Und zwar in Olivgrün. Das sind diese Rettungs-Shelter, Emergency-Shelter, wie sie in so Buckout-Bags zu Kaufbauern drinnen haben oder so in so Survival-Kits enthalten sind. So was habe ich mal bestellt, weil mir eine etwas interessiert hat und auch interessiert, und das probieren wir jetzt heute aus. Also ich habe dabei noch mein Panasonic, den FZM1. Das hängen wir zum Beispiel da her, das Säckchen. Ist jetzt ausgeräubert. Und mich hat jetzt einfach interessiert, kann ich vielleicht sogar, weil es hat ja diese Silberschicht drinnen, die ist übrigens schon mal, das habe ich vorab gemessen mit einem Durchgangsprüfer, ist leitend. Ist vielleicht vielen gar nicht klar, andere werden sagen, ja, ist ja logisch. Aber vielen ist es vielleicht nicht klar, dass das leitendes Material ist. Diese Silberbeschichtung, dieses bedampfte Aluminium, diese Aluminiumschicht. Und ich werde jetzt testen, ob ich das als Antenne nutzen kann, dieses Shelter für den Notfall. Ich würde mich bei einem Gewitter wahrscheinlich nicht da rein verkriechen, nachdem man ja weiß, dass das leitend ist und jetzt vielleicht viele andere auch wissen, dass das leitend ist, das Ganze. Aber das machen wir uns heute zu nutzen. Bestes Wetter dafür, wir brauchen ein Notfallshelter. Bauen wir uns eine Antenne. Da, ja genau, ich baue jetzt das Ding auf und dann schauen wir mal, ob wir das auf Kurzwelle anmatchen können, das Ding. Ich weiß auch jetzt noch nicht genau, wie groß das Ganze ist. Es ist ein Seil dabei, damit ich das da spannen kann. Ja, let's have a look, würde ich sagen. Schauen wir es uns an. Das ist nicht die ganze Zeit, dass ich... So, schauen wir mal. Also, da haben wir jetzt einmal hier die Folie. Und dann ist da drinnen noch ein Seil ohne Heringe. Dann braucht man jetzt einmal dieses hier aus. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wie seht ihr das vorstellen? Ich habe so ein Ding noch nie aufgebaut. Schauen wir uns das bis dahinter gelangt. So, da. Sollen wir das irgendwie beschweren? Was ist das andere schwarze Fleckerl? Das ist jetzt noch irgendwie beschwert gering. Ein schöner Windfang ist es auf jeden Fall. Dann machen wir es jetzt so. Machen wir es so. Dann ist es halt jetzt unterstellt. Aber es geht ja eigentlich darum, kann ich das jetzt als Antenne nutzen oder nicht, das dumme System. Ja, als nächstes kommt jetzt das Allerwichtigste zum Einsatz, der Transceiver. BNC auf Bananenbuchse. Krokoklemme. Dann gehen wir jetzt auf die Alufolie. Jetzt machen wir erst einmal einen Test. Wir gehen auf 10 Meter. FT8. Machen wir das zuerst gehen. Gut, nur mit der Koko-Klemme dort habe ich ein SWR von ungefähr 3. Sagt man hier. Genau. Und jetzt klemmen wir das Ganze mal an. An die leitende Seite. Ja, dann geht das Ganze schon mal auf 2,1 runter. Also, funktioniert schon mal so ein bisschen. Geben wir ein bisschen mehr Material. Schauen wir mal, ob wir das tunen können. Und ob wir was hören.
Wir hören Signale. FT8. RTTY. Geht auch. 180 ist FT4. Geht auch. Wir haben auch was. Das heißt, wir gehen jetzt einmal in den 400er Bereich und drücken mal die Tune-Taste. 1,7. 1,7 schaffen wir hier ein SWR. Stadala. Also aktuell rufe ich CQ auf 15 Meter FT8. Oh, mir schreit sogar schon wieder. Habe ich meinen Stift. Ein GI5CEO mit plus 1. Jetzt bin ich gespannt, was ich zurückkriege. Und das Ganze jetzt mit der Folie gerade. Minus 24 kriege ich von dem. Gut, ich mache 5 Watt. Ist bescheuert, die Antenne ist auf dem Boden. Aber es reicht, ich habe ein cooles O gemacht. Mit dieser Folie auf 15 Meter FT8. Was will ich mehr? Ich habe jetzt aus einem Gag heraus eine Notfallantenne gebastelt und kann hier digital jetzt kommunizieren. Wenn ich die jetzt natürlich vom Boden wegnehmen würde, die Antenne, dass jetzt nicht hier im Boden verankert ist, sondern ein bisschen in die Höhe nehmen, dann hätte ich hier eine gut abstrahlende Antenne. Die strahlt natürlich jetzt maximal bescheuert ab. Aber es funktioniert. Ich habe sie angeklemmt mit einer Koko-Klemme, adaptiert jetzt auf ein Koax-Kabel, damit ich ein bisschen weg kann und hier ein bisschen im Schneeschatten bin. Aber ich habe ein cooles O. Auf 15 Meter. Ist das nicht super? Machen wir jetzt gleich ein Foto. Das schreibt mir halt nicht viel. Genau. Jetzt habe die 73 gekriegt. Zeige ich euch gleich, halte euch gleich in die Kamera. Ein Foto habe ich gemacht, blende euch ein. Jetzt hier. Alles natürlich patschnass. Aber hat hingehauen. Und dann rufe ich jetzt wieder CQ. Mit 5 Watt Sendeleistung Sego X5105. Das ist sowieso mein Gerät fürs Grobe, sage ich mal. Und genau das Richtige für sehene dirty Dinge, also für schmutzigen Amateurfunk, schmutzigen Portabelfunk. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier so ein Notfallschelter, wie es in diesen Tüten ist. Wo ich sage, eine Notfallantenne baut. Ich habe keine Antenne dabei, jetzt nehme ich das, was ich zur Verfügung habe. Ist das nicht cool oder ist das cool? Finde ich wieder lustig. Genau so experimentell ausprobieren. Das hätte jetzt auch sein können, dass das Ding auf die Luft auflöst. Aber völlig egal. Ein QSO, ich habe ein QSO. Irre. Natürlich hat der Tuner einiges dazu beigetragen, dass das Ganze funktioniert. Und ich werde euch jetzt dann auch gleich einblenden. Also wenn ich jetzt dann wieder zu Hause bin, werde ich mir den PSK-Reporter einen Screenshot machen, werden euch hier jetzt dann auch gleich einblenden, damit ihr seht, wie weit bin ich rumgekommen. Das ist dann für mich auch spannend, weil hier habe ich kein Internet, also kann ich es jetzt nicht sofort nachschauen, sondern muss mich jetzt darauf verlassen, wenn ich jetzt hier ein cooles O habe, auf die Distanz, aber minus 24 bis nach England für so schlecht aufgebaut, absolut Hammer, finde ich genial. Dann versuche ich jetzt hier mal einen Schwenk zu machen. Entschuldigt das Rascheln, aber ich habe die Kamera ein bisschen in die Tüte gepackt. Unten der Aufbau, Xego X5105 FZM1. Koax-Kabel ist jetzt hier, teste ich aktuell ein RG400. Und hier ist die Emergency Shelter Antenne. Und jetzt gehen wir da noch ein bisschen näher hin. Genau, hier seht ihr die Koko-Klemme, wie die an dieser Folie klebt. Dann geht das Kabel hier so auf den BNC-Bananenadapter. Koaxialkabel 5 Meter. Und hier zu meinem kleinen Portable-Check. Also so richtig quick and dirty Funkbetrieb. Einfach wie sich's gehört. So, ich packe aber jetzt zusammen. Es wird nass. Ich habe bewiesen, funktioniert. Achso, ich muss fast ins Bild. Also, es funktioniert. Der Emergency Shelter aus diesen Dingern ist so weit leitend, dass ich QSOs mache. Ich brauche natürlich einen Tuner, ist nichts Optimales. Habe natürlich vorher nicht gewusst, wie es geht. Im höheren Bereich von 10 Meter, also im SSB-Bereich von 10 Meter, bringt es der Tuner runter. Im FT8-Bereich nicht.
Auf 21 MHz bringe ich sie, die Antenne runter, im FT8-Bereich. Und genau, und alles Weitere, also ich blende euch jetzt dann nochmal ein, den PSK-Reporter, wie weit ich gehört worden bin. Das ist dann für mich selber eine Überraschung, ob es jetzt weit oder wenig war. Ein QSO habe ich, das ist gut, ist auch bestätigt worden. Foto habe ich gemacht, habe ich euch auch eingeblendet. Somit ist dieses Video hier abgeschlossen, würde ich sagen. Also, ihr seht, es geht auch mit den verrücktesten Mitteln QSOs zu machen. Das ist jetzt nicht so schneiden. Würde ich vermutlich noch CW probieren. SSB würde jetzt wahrscheinlich auf 15 Meter auch funktionieren. Also ich bin ja jetzt rumgekommen. Natürlich brauche ich nicht bei dem Aufbau, wo ich ihn jetzt getätigt habe. So wie ich ihn jetzt getätigt habe, keine riesen Sprünge erwarten. Würde jetzt diese Folie vermutlich wie so eine Vertikalantenne ein bisschen hochziehen und unten anklipsen, also in einen Baum hochziehen. War natürlich Abstrahlung und der Effekt der Antenne natürlich wesentlich besser. Es war aber Absicht, hier jetzt das Ganze in eine Art Shelter aufzubauen. Natürlich nicht in diesem Dreieck. Das war mir jetzt einfach irgendwie zu blöd bei dem Wetter. Ich habe halt jetzt einfach schrägen Unterstand gemacht, mit einem Tarp halt einfach. Habe mit der Koko-Klemme jetzt angeklemmt und los geht's. Also funktioniert. Und es wird heuer nicht das letzte Video dieser Art gewesen sein mit solchen Survival-Gegenständen. Ich habe da nur ein bisschen was im Petto, aber das alles in anderen Videos. Dann war es hier. Ein Video, eine Antenne, eine lustige Antenne mit Funkfieber, Emergency Edition. Das Ganze mit einem Emergency Tarp, Shelter, wie auch immer. Wie diese Rettungsdecken ist das Ding beschichtet, halt nach außen Oliv, innen Silber, Aluminium beschichtet. Es leitet, somit kann ich Antenne draus machen und hat funktioniert. Da war DO1 HFS vom Funkfieber und macht es gut. Wir sehen uns in den nächsten Videos und probiert Sachen aus. Probiert es aus und funkt. Bis zum nächsten Mal.